Warnungen im Finanzmarkt, die im Moment nicht wirklich ernst genommen werden, obwohl sie von prominenter Stelle kommen. Und ein Crash-Risiko, was nicht direkt offensichtlich ist, das alles in dieser Ausgabe. Darauf müsst ihr als Investoren und Trader achten, wenn ihr informiert und vorgewarnt sein wollt. Herzlich willkommen, schön, dass ihr dabei seid. Liken, teilen, abonnieren, wenn euch die Ausgabe gefällt. Und lasst gerne auch einen Kommentar da, denn wir haben es ja schon mit euch besprochen. 1000 Euro verlosen wir, alle Details dazu im Kommentar, den wir angeheftet haben. Wir starten direkt und wenn man sich so ein bisschen die wirtschaftliche Situation mal anschaut, wir haben schon das auch mal tiefgründiger besprochen, nur ganz kurz, IFO-Geschäftsklima-Index, ja, ist noch nicht über der 50, aber es gibt schon eine Tendenz, die zeigt, dass es da bergauf geht mit den Erwartungen der Firmenchefs. Die Fed wird wohl 50 Basispunkte nur die Zinsen anheben, was sich vor einigen Wochen auch die wenigsten vorstellen konnten. Das ist also ein positiver Effekt. Außerdem auch die Inflation, die zumindest mit einem ersten Bericht gezeigt hat, dass es wohl zu einer Stabilität kommt oder zumindest keine weitere Verschlimmerung kommt in den USA. Hatten wir mit euch auch besprochen. Außerdem, jetzt erst kürzlich hat die OECD, die Organisation für wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit, gesagt, dass es wohl im Jahr 2023 ihrer Analyse zufolge keine Rezession auf weltweiter Basis geben wird. Damit ist diese Organisation eine der wenigen, die so optimistisch ins Jahr 2023 blicken. Könnte man sagen, ja gut, es gibt ja schon gute Ergebnisse. Dazu auch die letzten Wochen, 15-20% sind die Indizes angestiegen. Ist schon ein Wort und ist schon etwas, was im Markt auch dafür sprechen könnte, dass eigentlich alles in Ordnung ist. Was aber häufig übersehen wird und meiner Meinung nach auch zu wenig Beachtung findet, ist die Tatsache, dass die Finanzstabilität durchaus gefährdet ist. Wir sehen es am prominentesten Beispiel in Großbritannien. Da gab es ja politisch motivierte Änderungen seitens der Steuer- und der Ausgabenseite. Das hat dann zu heftigen Turbulenzen geführt. Und es ging sogar so weit, dass am Ende die Zentralbank eingreifen musste und dann auch Pensionsfonds vor der Pleite retten musste, weil die Staatsanleihen entsprechend so deutlich an Wert verloren haben. Und es gibt nicht belegbare Argumentation, aber durchaus auch vor vorgehaltener Hand hat man gesagt, dass die EZB, Verzeihung, die Bank of England da gerade so noch rechtzeitig eingegriffen hätte, bevor das zumindest in Großbritannien womöglich schwierigere und stärkere Konsequenzen mit sich gebracht hätte. Es ist aber nicht nur in Großbritannien so. Es gibt deutliche Warnungen von vielen Seiten, die auch unabhängig voneinander sind. Die Europäische Zentralbank, dazu kommen wir gleich, hat gewarnt. Die Bundesbank hat gewarnt, aber auch außerhalb von Europa gab es deutliche Warnungen hinsichtlich der Finanzstabilität. Und eine Grafik möchte ich euch mitgeben, und zwar von der EZB selbst. Und zwar, die EZB hat einen sogenannten CIS-Indikator rausgebracht, oder den gibt es schon länger, ist ein Indikator, der die Stresssituation im Finanzmarkt oder im Finanzsystem im Allgemeinen misst. Dieser Indikator setzt sich zusammen aus 15 anderen Indikatoren. Es ist also so ein Sammelindikator, der die Stresssensitivität im Markt, im Finanzmarkt im Allgemeinen abbildet. Und was wir hier sehen, ist, dass diese Corona-Hochs von 2020 schon rausgenommen wurden. Ja, zu Zeiten der Lehman-Pleite war der Indikator noch deutlich höher. Allerdings ist es jetzt auch schon das höchste Hoch seit das muss die Euro-Krise gewesen sein, 2011, 2012. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich weiß, dass diese Tiefs hier unten dann schon 2015 war, wo dann der Markt sich auch schon deutlich klarer entspannt hat. Es geht auch gar nicht darum, was jetzt diese Bewertung im Allgemeinen bedeutet. Wichtig ist, der Stress im Finanzsystem ist deutlich höher als noch zu Beginn der Pandemie. Und was sind die Gründe dafür? Also von Seiten der EZB selbst heißt es, ja, die hohen Energiekosten tragen einen wesentlichen Anteil. Natürlich immer noch die anhaltende Inflation und auch die Tatsache, dass die Wirtschaft insgesamt nur sehr langsam wächst. Auch die Tatsache, dass der Krieg in der Ukraine weiterhin tobt und es da kein Ende absehbar ist, das hat natürlich dramatische menschliche Konsequenzen, neben den menschlichen Konsequenzen auch die Konsequenzen für die Wirtschaft und diese Unsicherheit, die weiterhin besteht.
von vielen Analysten, sei es von der Bundesbank oder auch beispielsweise von der UBS, ich habe es gelesen von Barclays Chefökonomen und andere sehr wichtige Analysten, die sagen so im Prinzip alle dasselbe. So einzelne Risiken, wenn es jetzt zum Beispiel nur die Inflation wäre, damit könnte die Finanzstabilität klarkommen. Wenn es aber so viele einzelne Risiken zusammengemischt sind, die ineinander auch wenig zu durchschauen sind, dann hat man eine Kombination, die für den Markt dann schon sehr riskant sein kann. Und das spiegelt sich dann entsprechend in dieser Grafik und bei diesen Indikatoren wieder. Jetzt kann man sagen, naja gut, hat man denn überhaupt nichts gelernt aus 2008, als die Lehman Bank pleite gegangen ist und da alles in sich zusammengefallen ist? Ja, an den großen Banken liegt es nicht diesmal. Die Regulation hat weiterhin Bestand. Seit 2008 gibt es sehr strenge Richtlinien, die teilweise auch verschärft wurden, erst recht in Europa nach der Euro-Krise, sodass von diesen Banken her nicht die Stabilität in Gefahr ist. Was viel mehr im Fokus liegt, insbesondere darauf auf die Frage abgezielt, was denn diese Unruhe bei den Analysten und bei den großen Organisationen hervorruft, das sind die sogenannten Nichtbanken. Also man spricht auch von Schattenbanken. Das sind Vermögensverwalter, Private Equity Unternehmen, das sind Hedgefonds, die bankenähnliche Strukturen haben und auch bankenähnliche Geschäfte betreiben, allerdings nicht die Bankenlizenz haben und entsprechend auch nicht wie eine Bank reguliert werden, wie seit 2008 oder diese Regulierungen, die seit 2008 immer strenger werden. Und es kommt auch noch eine Sache dazu, denn seit den letzten mittlerweile 12 Jahren, ich habe hier Daten von 2010 bis 2020, ist das Kreditvolumen dieser Nichtbanken um über 100 Billionen Euro angestiegen, von rund 117 Billionen auf über 200 Billionen. Das heißt, diese Nichtbanken sind ein noch wichtigerer Faktor für die Finanzstabilität. Und von Seiten der Bank für internationalen Zahlungsausgleich, das ist die große Organisation, in der die europäischen Zentralbanken zusammenlaufen, die haben eine eigene Abteilung, die sich genau mit solchen Risiken beschäftigt. Die hatte jetzt zuletzt erst gesagt, man muss unbedingt diese Nichtbanken, diese Schattenbanken deutlich stärker regulieren, um ein weiteres Lehman zum Beispiel zu vermeiden. Das waren jetzt nicht die Worte der BIZ, aber das ist der Sinn, den die BIZ und deren Abteilungen erzielen wollen und erreichen wollen. Für mich stellt sich dann auch die Frage, muss denn eigentlich erst was passieren? Muss denn erst ein großer Hedgefonds beispielsweise, der auch gar nicht unbedingt an der Börse gehandelt werden muss, aber der vielleicht viele Millionen US-Dollar verwaltet, viele Millionen Euro, vielleicht sogar Milliarden Euro, muss der erst pleite gehen, dass dann die großen Regulierungen kommen und sagen, oh, jetzt müssen wir tätig werden und dann in der Zwischenzeit rauschen die Märkte nach unten? Also wenn ich mich da anschließen darf an die Empfehlungen der BIZ, ich glaube, es wäre schon eine gute Idee, darüber nachzudenken, da mehr Regulierung zu machen. Nur ist es eben auch so, das ist ja auch die Realität, wer viel Geld verwaltet und viel Geld hat, der hat auch meistens dann eine starke Lobby. Wie seht ihr das denn? Sagt ihr, da müsste man mal was machen, das ist sowieso so etwas, was mit Argwohn betrachtet wird? Ich bin auf eure Meinung gespannt. Wir schauen vorher aber noch auf die Märkte bzw. auf die Charts. Und ich hatte es ja mit euch schon mal besprochen letzte Woche und daran hat sich auch nicht viel geändert. Im DAX, guck mal hier, horizontal im Wochenchart klar zu erkennen, die 14.800 Punkte-Marke, wichtiger Widerstand, 61%, da ist er gerade dran, auch die letzte Aufwärtsbewegung, da kann sich so ein Markt dann auch schon mal erschöpfen. Er muss sich nicht erschöpfen, aber es würde überhaupt kein Wunder sein, falls der DAX zum Beispiel in den kommenden Wochen erstmal seitwärts läuft oder nochmal so ein bisschen Luft holt, zum Beispiel bis in Richtung 13.500 oder 20-Tage-Linie, die ist gerade um die 13.300, 20-Wochen-Linie, Entschuldigung. Da hätte erstmal wieder Unterstützung. Technisch wäre das immer noch in dieser großen Seitwärtsphase. Je weiter er nach oben kommt, der DAX, umso klarer werden die Widerstände, umso eher kann er sich auch dann Zeit lassen, um dann etwas Luft entsprechend zu holen.
Wenn ihr euch für die amerikanische Seite interessiert, für den S&P 500 und diese Entwicklungen, kann ich euch empfehlen, schaut euch unbedingt die Ausgabe vom letzten Sonntag an, die Prognose für 2023. Da ist Hamid mit euch an dieser Stelle auch darauf eingegangen, was es an Chancen und Risiken im Markt auf der amerikanischen Seite gibt, sowohl fundamental als auch charttechnisch. Ich hoffe, diese Eindrücke haben euch geholfen. Ich bin gespannt auf eure Einschätzungen dazu und lasst gerne einen Kommentar da. Wenn ihr eure Meinung schreibt, seid ihr sowieso im Gewinnspiel dabei. Also von daher macht's gut. Bis dann.